Hey Leute, ich bin's, Peter, euer Fabuka-Reporter. Es treibt mich wieder mal durch die deutschen Lande und ich bin hier nun den Ostfriesenspieß etwas hochgefahren, Richtung Emden. Und hier gibt es das Örtchen Erle. Und in Erle erwartet mich Jörg mit einer ganz besonders schönen Fabuka-Perle. Und ich habe natürlich gleich schon gedacht, okay, das wird wahrscheinlich diese Perle sein, die durchaus auch spannend ist. Aber nein, das ist er nicht. Jörg ist dort hinten mit seiner Garage und da gehe ich jetzt mal hin. Jörg habe ich abgeholt von zu Hause und jetzt marschieren wir mal zur Garage, wo das Cremeschnittchen steht. Das zeige ich dir jetzt mal. Mach mal auf, das ist echt. Da wirst du umfallen. Ja, wie geil. Wie geil ist das denn? Ja. Und da sehe ich, komm, mach auch mal auf, das ist ja Hammer. Komm. Da müssen wir ja reingucken, das hilft ja nichts. Das zeige ich dir auch mal. Hier habe ich auch noch ein bisschen. Ja, cool. Cool. Cremeschnittchen. Ja, 4CV. Super. So, Jörg, wie kommt das zustande mit Renault? Ja, ganz einfach. Ich wollte ursprünglich ein neues Cabrio haben und interessierte mich für ein Carmangia. Die waren aber entweder zu teuer oder zu verrostet. Die wirklich Schrott. Mhm. Und dann sagte mein Papa, guck doch mal Renault Caravelle oder Florid an. Okay. Also, in seiner Jugend wäre das sein Traumwagen gewesen. Das sind ja die, wie ich sie hier gerade identifiziere, die da hinten stehen. Der blaue, der war mein erster. Ach. Renault. Wann hast du den denn? Den habe ich seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren. Wann ist denn das letzte Mal gelaufen? Ja, vielleicht vor 10 Jahren. Naja, immerhin. Es ist nicht 20 Jahre. Nee, genau. Vor 10 Jahren. Und das da hinten ist dann dementsprechend? Da ist die Florid. Ja, weil mir die Caravelle so gut gefiel und die Florid noch besser, habe ich mir irgendwann mal eine Florid besorgt. Okay, und Florid? Und zwar vom Bekannten, da war der Clubpräsident, Renault-Clubpräsident von Deutschland. Ja. Und der wollte den aber jahrelang nicht abgeben. Und irgendwann habe ich den so lange genervt und da hat er mir den doch verkauft. Sagenhaft. Und wie lange hast du den? Den habe ich vielleicht 28 Jahre. Für wie viel Mark hat man die denn damals so gekauft? Waren die damals schon irre teuer oder ging das noch? Ich meine, ich habe damals 2.500 Mark für bezahlt. Nein. Meine ich, aber da war auch enorm viel dran zu machen. Okay, also 2.500, das war mal. Reden wir von was anderem. Ja, das ist schon lange her. Cooles Ding. Was macht denn den Unterschied aus zwischen der und der? Also die sehen ja relativ gleich aus, ne? Ja, also eigentlich so sehen die erstmal ziemlich gleich aus. Ja. Der Hauptunterschied ist, die Florid basiert eher auf Dauphin-Technik. Okay. Also jetzt hier hinten geht die Luft rein, da hinten geht sie wieder raus. Dann hat die 4 Trommelbremsen. Okay. Und bei der Caravelle geht erstmal 4 Scheibenbremsen. Also seit den 60er Jahren schon. Ja. Und die Luftführung ist anders. Das bedeutet tatsächlich, also das ist kein luftgekühltes Auto. Nein, es ist ein wassergekühltes Auto. Es ist wassergekühlt, aber die Luftzirkulation, weil Heckmotor geht hinten durch und muss ja gekühlt werden. Ja, genau. So ist alles klar. Und was ist jetzt der Luftunterschied zu dem? Was macht der anders? Ja, bei der Caravelle wird erstmal, die hat hier eine geschlossene Motorhaube und bei der Caravelle sind Schlitze drin, da geht die Luft rein und hinten wieder raus. Oder unten raus, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Was ist denn das ältere Modell, der oder der? Der ist älter. Das war das ältere Konzept sozusagen. Ja, genau. Cooles Teil. Also was hast du vor damit? Werden die mal irgendwann wieder zum Leben erweckt? Auf jeden Fall. Ja. Den 4CV habe ich jetzt wieder flott gemacht. Als nächstes kommt die Florid dran und dann werde ich mich der... Also der 4CV ist ja auch der bei uns bei Fabuka zu sehen ist. Sehr schönes Ding. Hast du denn in Fabuka schon mal auch irgendwie Probleme gepostet oder auch Tipps bekommen können? Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich ja dann angemeldet. Ich hatte Probleme mit meinem Jaguar. Der hat immer im Display Getriebefehler angezeigt. Okay. Und da wurde mir auch geholfen. Okay. Also näher kam ein Tipp, das liegt an zu geringer Batteriespannung und das war's gewesen. Habe ich eine neue Batterie eingebaut und dann war der Fehler weg. Hast du schon mal auch in Sachen 4CV irgendwie was geholfen? Nein. Aber kommt vielleicht noch, weil es gibt bestimmt auch viele Renault-Fans bei Fabuka, die alte Autos, die alte Wahrscheinlich, aber die Technik ist ja sehr simpel. Normal geht da nichts kaputt, da kannst du alles mit Schraubenzieher und Hammer reparieren. Ja, geil. So, also wir sehen, Jörg, das ist ein richtiger Renault-Fan. Und das Cremeschnittchen, das ist... Warum nochmal Cremeschnittchen? Was ist die Geschichte? Ja, ursprünglich war das so, die deutschen Besatzungstruppen, die hatten in Afrika viel Farbe über, diese Tarnfarbe. Ja. Und da Renault ja ein Staatsbetrieb war
hat man einfach diese Farbe verwendet, um die ersten Autos damit zu lackieren. Krass. Und das war eben so ein Tarnton. Ja. Und ja. Deswegen Hammer. Hieß er in Deutschland Cremeschnittchen, in Frankreich Butterklumpen. Der Butterklumpen. Butterklumpen, ja. Der sieht jetzt aus wie so ein Sahnetörtchen Erdbeere. Ja. Sehr schönes Ding. Erzähl mir ein bisschen was zu diesem Auto. Wo hast du dieses Auto konkret her? Das habe ich über einen Oldtimer-Kollegen aus Dortmund. Ja. Der hat da mehrere Stück von gehabt. Ja. Und da mir Renault so gut gefiel und ich noch ein paar Stück von haben wollte, ja, bin ich mal dazu gekommen. Ist ja cool. Und wann war das? Wie lange hast du denn den schon? Ja, auch so 28 Jahre. 28 Jahre, wie geil. Mach doch mal bitte den Motor auf. Lass uns doch mal reingucken. Ja. Was ist denn da so drin? Ach. Zumindest haben wir viel Platz zum Schrauben. Ja, super. Guck mal. Ja, schönes Teil. Aha. Vier Zylinder, klassisch. Wie viel PS hat das Ding? Sag mir ein bisschen was zu dem Motor. Was zeichnet diesen Motor aus? Der ist laufruhig, verbraucht wenig Benzin, hat 20 PS, hört sich erstmal nicht viel an, reicht aber bei dem Fahrzeuggewicht völlig. Ich wollte gerade sagen, das wiegt ja nichts, das Ding. Ne? Leistungsgewicht ist ordentlich. 560 Kilo oder 600 Kilo. Damit kann man fahren. Das ist doch breit. Also. Sehr, sehr interessant ist auch hier dieser Überlauf für den Sprit. Ja, sieht eher aus wie so für Tiere, so eine Tränke. Ne? Ja, entweder das oder man hat stets ein Waschbecken dabei, um seine Hände nach dem Grillen. Man ist aber nicht original, das habe ich von irgendeinem anderen ruhig. Mal von der Caravelle ist das. Ah, okay, na, aber ein Renault-Teil. Ein Renault-Teil, ja, ja, auf jeden sehr Fall. Sehr schön. Und was ist in Sachen Kühlung? Du sagtest auch luftgekühlt? Wie? Nee, die Heizung. Luftkühlung war Quatsch. Die Heizung, der hat ja ein Heizsystem wie beim Käfer. Das heißt, die Luft geht durch die Holme vorne rein. Ach. Aber da dann immer so oft rostanfällig ist. Wie beim Käfer? Genau wie beim Käfer. Ja. Habe ich mich dazu entschieden, eine Wasserzusatzheizung einzubauen. Ah, also normalerweise luftgekühlt, hier aber wassergekühlt. Wie funktioniert's? Was hast du gebaut? Die Heizung ist wassergekühlt. Die Heizung ist wassergekühlt. Okay, und der ganze Motor ist ja auch wassergekühlt. Ja. Und zusätzlich habe ich hier eine Warmwasserheizung angeschlossen, hier über die beiden Schläuche. Okay. Ausgang, Eingang und vorne im Innenraum ist ein Wärmetauscher. Ja, wie cool. Gab es früher von Bosch als Zubehör. Ach, das war auch ein Zubehör, was man kriegen konnte. Das konnte man kriegen, ja. War in den 50er, 60er Jahren ganz normal. Okay, und nun sehe ich aber auch hier, das ist ja eine Wasserpumpe quasi. Das ist ja dann im Original eigentlich gar nicht drin gewesen. Nö, das ist von der Dauphine. Die hat hier eine Wasserheizung und da passt alles. Das ist ja super. Ich meine, das ist natürlich pfiffig, ne? Da passt ja alles. Das hat ja keiner. Das ist ja nur die Karte. Das ist schon cool. Ja, super. Ich würde sagen, mach mal zu, wir schieben ihn mal raus und gucken mal rein. Ja. Ich nehme natürlich an, das ist alles aufgearbeitet worden. Oder sind das noch die Originalsitze? Das sind Originalsitze. Echt? Ist ja geil. Und der originale Himmel? Ja. Hammer. Und die Farbe, ist das eine Originalfarbe? Das ist eine Renault-Farbe vom Twingo. Schön, innen drin original. Gucken wir vorne auch mal rein. Ja, machen wir das doch. Ja, echt, das ist doch wirklich... Dann ganz alles... So, da ist der Kofferraum. Da ist der Kofferraum. Ja, super. Passen sogar kleine Koffer rein. Ja, herrlich. Herrliches Ding. Klasse. Ja, und da kann man ja wirklich... Also gut, die Familie hat früher halt nicht so viel gebraucht. Ich meine, die sind ja auch mit vier Personen mit dem Fiat 500 über die Alpen gefahren, naja, nach Italien. Ging auch. Also dann ist das eine Riesenlimousine dagegen. Dann würde ich mal sagen. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Ja, schön. Also ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde, oder? Ja. Machen wir zu, steigen wir mal ein. Ja, dann fahren wir mal eine Runde, dann fahren oder? Wir mal eine Runde. Ja, saugeil. 4CV. Springt an, als ob er gerade aus dem Laden kommt. Ja. Saugeiles Ding. Und hier haben wir das, was du gerade sagtest, mit der besagten Heizung. Bosch-Zusatzheizung. Bosch-Zusatzheizung. Ja. Ich meine, da erkennt man wenigstens auch noch, dass es eine Heizung ist. Sehr schön. Ja, cool. Dann fahren wir mal eine Runde. Und wie ich erkenne, gibt es hier auch keine... Gibt es hier Schiebefenster? Nee, nur die Drehfenster. Nur die Drehfenster, ja. Okay.
Es gab Kurbelfenster, aber auch nur bei manchen Modellen als Zubehör. Okay. Oder bei der Luxusversion. Bei der Luxusversion. Okay, er läuft ein bisschen. Ja, ich muss hier den Schok nämlich wieder reinmachen. Ja, wollen wir machen? Komm, wir machen in den Schok rein. Das ist halt so, wie es ist. Ja, genau. So, zack. So, das gucke ich mal nochmal an. Weil hier ist der Schok quasi am Motor direkt liegend im Moment. Ja. So, und schon läuft er ganz fantastisch. So muss er laufen. Ja, wie ein Achtzylinder läuft er. Herrlich. Da haben wir jetzt ungefähr 30% Verfettung weggenommen. Interessant ist auch, der hat vorne und hinten keine Blinker, nur an der Seite. Nur an der Seite. Und so wurde das damals gebaut. Ja, bei Autos unter 4 Meter Länge und Breite unter 1,60 Meter ist er zulässig. Ah, okay. Geil. Komm, wir fahren weiter. Ja, also ich muss sagen, es ist geräumig. Also, das kann man nicht anders sagen. Liebe Freunde, ich freue mich, dass ich heute durch die Erler Felder gefahren werde in einem Renault 4CV. Jörg Pohl seines Zeichens ist der Mann, der das hier am Leben erhält. Und ich glaube, Jörg, das ist ein Ding, was du liebst, oder? Ja, sehr gerne. Mit dem Auto wollte ich alt werden. Ja, herrlich. Das ist wirklich cool. Wie war das, als du den restauriert hast und aufgebaut hast? Was musstest du da alles machen? Ach, gar nicht so viel. Ich habe ein paar Bleche musste ich schweißen, aber das war überschaubar. Okay. Das war wirklich sehr wenig. Und alles andere habe ich nur erneuert. Sehr, sehr geil. Was bedeutet dir denn dieses Auto ganz persönlich? Ja, da habe ich viel Arbeit und Liebe reingesteckt. Und ich mag Dinge, die nicht jeder hat. Und wo man positiv mit auffällt. Und ich glaube, das gelingt hiermit ganz gut. Absolut, absolut. Ich finde, das ist eine schöne Philosophie, die wir alle, Fabukala, durchaus teilen können, oder? Ja, Peter, weil ich gut finde, dass du dich auf so ein Auto gemeldet hast. Ja. Weil die meisten interessieren sich auch nur, ich sag mal, für die Bonzenkarren. Ja, aber das ist halt nicht das Spannende, weil da gehst du in den Laden und die kauft man. Die kauft man. Wisse? So was restauriert ja keiner, weil das lohnt sich nicht. Ja. Und als ich damals mal eine Florid restauriert hatte, als sie neu war und richtig gut aussah, da war bei der Autobild ein Oldtimer-Wettbewerb. Da konnte man sich bewerben, habe ich auch gemacht. Mhm. Da habe ich den 15. Platz gemacht. Okay. Und der erste Platz war ein Jaguar E-Type und ja, die typisch mal wieder Bonzenkiste. Ja, diese Riesendinger. Ne, Mercedes Cabrio und. Ja. Ja, also das macht's. Da ist der schon. Ja, Florid Caravelle ist echt cool. Ich habe ja schon gerade auf der Fahrt hierher gesehen, da liegt ein Album, oder? Was ist das für ein Ding? Ja, das ist mein Restaurierungsalbum. Da habe ich ein paar Bilder mitgemacht. Zeig mal. Klar. Und zwar. So fing das mal an, so sah die Karosse aus. Ich habe den ja komplett zerlegt, alles abgeschliffen, neu grundiert. Hier steht versiegelt. Auch alles von Hand blank geschliffen, damit man das ja anerkennt. Genau, da war nämlich eine Mörderarbeit gewesen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ging nämlich alles mit Fingern, nicht mit der Maschine, weil hier alles Rundungen und sonstiges sind. Ja, kommst du nicht richtig, musst du mit den Händen. Ja, Oh Gott. Und abbeizen und so war auch nicht großartig, ne? Nee, konnte ich ja zu Hause nicht machen. Okay, cool. Ja, sagenhaft. So, siehst du, so sah das aus. Ja. Da habe ich hier so einen Kippwagenheber. Den habe ich auf dem Messer gekauft. Den konnte man das Auto um 90 Grad drehen und dann kannst du den Unterboden schön bearbeiten. Ja, super, aber das funktioniert auch gut, oder? Ja. Also wirklich klasse. Hast du den auch Sand gestrahlt oder so? Oder nur geschliffen? Den habe ich auch zu Hause Sand gestrahlt. Krass. War aber eine furchtbare Sauerei, würde ich nie wieder machen. Ja, Wahnsinn. Den Sand habe ich nach 20 Jahren noch in der Ecke gefunden. Ich wollte gerade sagen, der fliegt rum, wenn du da nicht abklebst. Machen wir weiter, was haben wir da noch? Okay, ja, Hammer. Ja, super hier, ne? Aufs Blanke runter. Ja, hier, da habe ich neu gemacht. Ja, aber sonst war da eigentlich fast nichts gewesen zu schweißen. Cool. Vorne noch so ein paar Einstiege, das sieht man jetzt hier nicht. Ah ja, aber hier Vorderachse oder? Hinterachse. Hinterachse? Ah ja, okay. Ja, super. Wie lange her? Vor wie vielen Jahren gemacht?
Vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren. Also der ist als Oldtimer zu dir gekommen, ist jetzt schon wieder längst noch mal Oldtimer geworden, ja, bei dir. Ja, so sah er mal aus. Und ist doppelt Oldtimer sozusagen. Da ja, war geil. Die Lackierung, hat ein befreundeter Lackierer bei mir gemacht. Ja, und die Farbe, was ist das für eine Farbe? Das ist ein Rot Metallic vom Renault Twingo. Vom Twingo, okay. Twingo. Aber passt schön dazu, ist astrein. Es gab so ein Weinrot im Original, ne? Ich glaube, was der F4 auch hatte. Der hatte auch mal so ein Weinrot. Ja, das ist wahrscheinlich, weiß ich, ob das ein Original ist, aber das ist... Das sieht so aus wie der Original. Ja, auf jeden Fall, das ist so... Okay, cool. Sieht auch gut aus, gerade mit den beigefarbenen Felgen. Ja, super. Absolut. Und so waren, glaube ich, diese, ist hier diese Cremefarbe. Das ist die Cremefarbe, genau. Genau, genau, das Cremestädtchen. Da war die Tarnfarbe von einem Afrika-Chor. Ja. Von dem Rommel. Ja, geil. Wir haben noch Farbe, Jungs. Wir müssen Autos lackieren. Sau gut. Ja, ja, klasse. Na gut, dann legen wir das mal wieder rein. Jo. Und dann fahren wir wieder zurück. Ja, Leute, das ist doch mal wieder ein schönes Erlebnis. Wieder einen netten Menschen kennengelernt, der ein tolles Auto hat. Also das Netzwerk wird immer größer. Die Fabuka-Perlen sammeln sich. Und Jörg und seine Fabuka-Perle, die gehören da sicherlich dazu, gar keine Frage. Ja, das freut mich doch. Unbedingt. Jörg, das war ein super schönes Erlebnis. Ja, Peter, hat mir auch Spaß gemacht. Also ehrlich, so ein Auto zu erleben, das ist ja nicht alle Tage. Und dass der dich schon so lange begleitet, das ist ein großer Bestandteil deines Lebens geworden, oder? Ja, das stimmt. Ich möchte noch nicht abgeben. Nee, das würde ich auch behalten für immer, das Auto. Jörg, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Peter, das war klasse. Mach's gut. Also, liebe Leute, das war ein schönes Erlebnis, mit Jörg hier unterwegs zu sein und das Cremeschnittchen zu bewegen. Ich bin Peter, euer Fabuka-Reporter, und ich war wieder unterwegs und ich bin unterwegs und freue mich auch darauf, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Also,